Invictus kommt an der Außenseite als letzter Kandidat heran. Ging hinein, alles ist startklar. Das Iffezheimer Derby Trial ist gestartet an der 2200 Meter Marke. East Side One ganz an der Innenseite ist gut auf die Beine gekommen, wird aber abgelöst von Fair Mountain und an der Außenseite von Anna Katharina. Fair Mountain führt das Feld an vor Anna Katharina, dahinter East Side One in dritter Position von Nordic Flight. Dann Diva Star vor Invictus und Karif, der Favorit der Prüfung am Ende des Feldes. So geht es durch den Iffezheimer Bogen hindurch. Fair Mountain hat sich die alleinige Führung gesichert, führt mit gut anderthalb Längen vor Anna Katharina in zweiter Position, dahinter Innen East Side One vor Nordic Flight. Dann sehen wir Deva Star, aktuell fünftes Pferd, in sechster Position, da galoppiert Invictus und Karif bleibt am Ende des Feldes. In der Gegenseite angekommen, Fair Mountain nach wie vor in Front, führt vor Anna Katharina, dann East Side One, Nordic Flight, Deva Star, begleitet an der Außenseite von Invictus und zweieinhalb, drei Längen sind es bis zu Karif. Mitte gegenüber geht es weiter, Fair Mountain kann an der Spitze den Takt bestimmen, Fair Mountain führt vor Anna Katharina, dann ist es East Side One an der Innenseite, Nordic Flight, Deva Star, Invictus und Karif. Das Tempo ist durchaus ansprechend, wo es in Richtung des Schlussbogens geht. Knapp 900 Meter noch zu absolvieren sind. Fair Mountain führt vor Anna Katharina, drückt eigentlich die ganze Zeit so ein wenig auf das Tempo. Dann sind es drei Längen mittlerweile bis zu East Side One an der Außenseite Nordic Flight, Deva Star, Invictus und Karif. So geht es durch den Schlussbogen bereits hindurch in Richtung der Zielgeraden. Fair Mountain führt vor Anna Katharina, die muss ein großes Pensum absolvieren an der Außenseite. Dahinter dann East Side One, Nordic Flight, Deva Star, Invictus lässt sich anfassen, Karif am Ende. Es geht in die Zielgerade hinein, Fair Mountain mit Anna Katharina, geht aber nach vorne. Die einzige Lady im Feld, Anna Katharina mit Fair Mountain an der Innenseite. Dahinter Nordic Flight, setzt jetzt nach, an der Außenseite kommt Karif. Anna Katharina, Nordic Flight greift aber an, Nordic Flight mit Anna Katharina. Katharina, dahinter Karif auf Platz 3, Nordic Flight geht nach vorne, Nordic Flight vor Anna Katharina, an der Innenseite wehrt sich und kommt nochmal zurück, Nordic Flight vor Anna Katharina, Nordic Flight, Anna Katharina, Nordic Flight gewinnt, Nordic Flight gegen Anna Katharina, dahinter war es Karif auf Platz 3, dann Fair Mountain, der sehr viel tun musste vor Deva Star, Invictus und East Side One.